So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5. Im letzten Part hatten wir den Ouroboro-Wichser, sorry, ich meine den Ouroboro-Herrn, besiegt. Übrigens, wir haben wieder einen Gastkommentator dabei, der jetzt 8 oder 9 Parts dabei war. Stellen Sie sich mal vor. Hallo? Hallo, Gastkommentator. Hallo. Hallo. Er ist lieber am Lachen. Er ist der FCB Deadman. Er ist untalentiert und schlecht. Oh, scheiße. Warte mal, ich glaube, ich schließe Facebook mal eben. So, weiter geht's. Ja, ich grüße euch. Ich bin wieder da. Und ich habe einen fetten Teller Nudeln und Fleisch neben mir. Hm. Ist was gerade durch? Guten Hunger übrigens. Nächstes Mal esse ich wieder eine Bockwurst, wenn ich bei dir Gast kommentiere. Ja, genau. Was musst du denn jetzt machen? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass ich hier irgendwo rumlaufe gerade. Und ich schätze mal, wir müssten... Ich glaube, in diesem Part treffen wir auf Wesker. Hm. Den müsstest du kennen. Ja, klar. Albert Wesker. Meine persönliche Lieblingsfigur bei Resident Evil. Nein! Oh, lol. Und noch da unten, aber egal. Ja, ja, wie ich schon gesagt habe, Wesker ist meine persönliche Lieblingsfigur in Resident Evil. Ich finde ihn einfach... Der ist cool drauf, der ist stark, der ist lustig. Und einfach nur eiskalt. Obwohl der Titel schüttelt ist. Thanks, Partner. Und Trevor sagt die ganze Zeit, thanks, Partner. Aber geht mir so auf den Sack, dass ich es am liebsten umbringen würde. Und dann kommt wieder, thanks, Partner. Ja, wenn sie tot ist. Ja, klar. Komm mal hier. Das Scharfschützengewehr ist hier wieder mein Favorit. Ich habe das Scharfschützengewehr fast so stark wie eine Magnum gemacht. Du Cheater, ey. Oh, schon wieder, ey, da geht's schon wieder los mit diesen Stoppen. Mann, 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 Marcel, was geht hier nur vor sich? Ich hab nichts gemacht. Guck mal zu jetzt, guck. Warte. Das ist geil, das Gewehr. Oh mein Gott, siehst du diese Dinger? Mhm. Das bewegt sich. Du kannst dir denken, dass da irgendwas rauskommt, ne? Licker? Gibt's bei dem Spiel Licker? Bei dem Spiel was? Licker. Oh mein Gott, ja gibt es. Die waren im letzten Part dabei. Boah. Die Viecher muss doch an den komischen weißen Stellen treffen und sterben die. Mhm. Stein der Macht, der ist gut, der gibt nämlich glaube ich 5000. Hm. Da kommen die netten Herren. Oh. Hast du gesehen, wieder runtergefallen ist? Mhm. Ist nicht mehr lustig. Ja, komm mal her. Ja, wie der Bot mich wieder im Weg steht. Oh mein, fick dich. Nein! Guck mal, wie siehst du? Siehst du, der Computer mich aufregt, der steht immer im Weg.
Ja, der steht, stand voll im Visier. Boah, lol! Ich freue mich schon auf dein nächstes Projekt. Danke sehr. Ich weiß schon welches es ist. Ja, wir werden nicht spoilern. Aber wir wissen, du weißt es, dann freu dich schön. Oh lol. Dann freu du dich drauf. Freu dich aber jetzt erstmal hier, dass wir gleich unseren lieben Wesker sehen. Oh lol. Warum drückst du mal Pause? Pause. Okay. Ah, Gewehrmuni. Bist du das hier? Ja klar. Ja. Hm. Was für mutierte Sachen darin sind, ey. Oh. Ich glaube, es ist das erste Mal seit 9 Parts, dass ich gestorben bin. Ich sag nichts dazu. Ich habe einen Schatz gefunden. Es ist lächerlich, weißt du warum? Das Spiel ist lächerlich, indem man... Ah ne, man findet doch nicht mal seine Munition. Hm. Geben. Natürlich verliert man. Sie hat ihr Heilspray verloren. Ich habe meine Munition verloren, ne? Teil von der Munition. Verliert das Heilspray. Und muss trotzdem das gleiche Level nochmal machen mit den gleichen Gegnern. Das ist ein bisschen unfair in dem Spiel. Ich hab 3000, davon kaufe ich jetzt erstmal ein paar Erste-Hilfe-Sprays. Ich finde, die sind sauteuer, die Erste-Hilfe-Sprays. Geht. Ich habe jetzt genug Erste-Hilfe-Sprays. Alle Schäfer geben. Die ist meine Heilerin. Sie ist für die Heilung zuständig, ich bin fürs Abballern zuständig. Nur meistens ist der Bot so dumm und steht mir im Weg. Die Magnum hat man schon mal benutzt, den Granatwerfer muss man bald mal benutzen. Ach nee, ich hatte einen Speicherpunkt, deswegen ist die Munition weg, also ist der Safe Spray. Mhm. Okay, okay, dann ist das Spiel doch nicht buggy. Ja doch, eigentlich schon, aber ich hasse es. Nächstes Mal spielen wir wieder im Vollbild. Operation Raccoon City ist total verbuggt. Bei mir, das war bei mir gar nicht verbuggt. Oh doch, bei mir schon. Wenn du online spielst, ist das total verbuggt. Ich hab's nie online gespielt, ich hab's im Offline gespielt. Die anderen waren mir meistens schlecht, weil ich so pro-like bin. Ich bin einfach nur ein Gott. So, warte mal. Hm, schmeckt sehr gut. So, die sind tot. Ich baller jetzt erstmal dieses hässliche Vieh in die Stratosphäre. Wo wieder mir wieder im Weg steht. Du schaffst das. Ja, cool. Meine Güte. Warum? Oh. Oh lol. Sie ist da runtergeflogen, das hast du bestimmt gesehen, ne? Mhm. Wie gern du hast, dass die Leute da runterfliegen. Oh lol! Ich hasse das. Oh, Vieh ist tot.
Man kann doch auch bestimmt einstellen, dass wenn du mit dem Maus, mit dem Mauszeiger das Fenster verlässt, dass der nicht auf Pause geht, oder? Weiß ich nicht. Das kann man bestimmt umstellen. Oh, fix euch.